Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere und wir spielen heute gegen FC Rot-Weiß nicht Essen, ja, wie ich damals ja falsch gesagt hatte. Nein, wir spielen heute gegen Rot-Weiß Erfurt. Ist das Rot-Weiß Erfurt? Ich hoffe, das ist richtig. Ja, Rot-Weiß Erfurt ist richtig, wunderbar. Ja, gegen die spielen wir heute und ich würde sagen, wir lassen heute mal von Anfang an wieder Benjamin ran, weil, ja, weiß ich, die ADIs war zwar nicht schlecht in der letzten Folge, also im letzten Match, aber ja. Und es regnet mal nicht. Ja. Ich bin positiv überrascht. Es ist mal nicht am Pissen. Das ist doch mal was. Es hat die letzten Mal immer nur gepisst, wie Rinne. Jetzt ausnahmsweise mal nicht. Das ist doch mal schön. So, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal durch. Hier, vor dem Spiel, in Kürze. Krass, einfach mal die krasseste Veränderung überhaupt. Es gibt vorher jetzt so ein Screen, so kurz, trainingsmäßig, weißt du, so, wo steht in Kürze. Hammer, hammergeil. Einfach wow. Einfach wow. So. Ah, der Isis ist erstmal fett am Jubeln. Und jetzt geht's los. Beim letzten Match gegen Groß Asbach war so bis zum Tor wirklich hui. Und beim Tor dann so ein bisschen hui, möchte ich fast sagen. Da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen besser spielen müssen. Erster Schuss von Rot-Weiß Erfurt aufs Tor. Blaswitsch. Blaswisch. Wie nennt man das? Blaswisch spricht man denn aus, oder was? Ist da. Henning. Der ist bisschen zu weit. Nee, der ist perfekt. Schön gemacht. Schön Freiraum geschaffen von Fair. Boah, der ist aber, hat sich dabei einfach mal reingedrückt, ne? Der kommt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schade, die Flanke war super von Fair. Rankovic. Die hat jetzt 100, die Gerätsche. Es wird noch gelb geben. Kein. Was? Keine gelbe Karte. Krass. Und fair. Oh, WTF. Oh mein Gott. Was war der los? Und Wuso holt sich das Ding sehr stark. Also wieder eine super Anfangsphase. Wuso! Ah. Wieder eine super Anfangsphase hier von uns. Gucken, ob wir das beibehalten können. Ich weiß es nicht. Alibas, hoher Ball. Auf Benjamina. Der immer noch am Ball ist. Zu viel hin und her da vorne. Einfach drauf. Vorsicht da oben. Henning muss ausweichen. Und Foulspiel und Freistoß. Ja. Muss er geben, den Freistoß, ganz klar. Und Blaswitsch. Blaswisch, mein Gott. Klasse gemacht von Fair. Der dann direkt Tempo aufnimmt. Bam. Das ist ein Typ. Und Benjamin, wenn er da drin kommt. Ah, schade. Super. Langer Ball auf Ali. Was? Kann er leider nur annehmen. Den hätte er. Weil er hätte den noch rumgekriegt, keine Ahnung. Glaub er nicht. Vorsicht. Das war ganz gefährlich gerade.
Der sich da fallen lässt, gibt es wahrscheinlich Elfmeter. Bergmann. Herr Bergmann spielt auch mit. Krass. Und Henning. Okay, wer geht hier mit? Niemand so richtig. Na, hätte man vielleicht auch mal einfach schießen können mit Henning, ha? Ein bisschen mutiger werden. Oh, den haben wir aber, oder? Ja. Sehr schön. Rankovic. Rankovic. Ah, lieber passt im richtigen Moment. Na! Ah, okay, gibt noch Eckball. Ah, Benjamin hat gestoppt. Warum? Stehe ich nicht. Na, die Idee war nicht schlecht, glaube ich, aber. Oh, ganz starker Ball. Sah richtig gut aus. Freistoß. Ja. Da war ja nur ein Zurren und ein Zerren dabei. Alibas. Okay, ich muss dran denken, dass ich den ein bisschen weiter drehen muss. Das ist hier kein Ronaldo und Co. mit Mega-Effet. Owusu. Oh. Die Idee auch wieder nicht schlecht auf Benjamina, aber. Den kriegt er nicht rum, ne? Den kriegt er nicht rum. Vorsichtig. Boah. Da den Rücken aller Spieler gerade. Und Owusu. Der mir da auf der 10 echt gut gefällt, muss ich sagen. Komm, go. Benjamina Alibas. Nee. Hätte man vielleicht sogar mit Benjamina nehmen können. Ich weiß nicht, warum ich den. Weiß ich nicht. Ich möchte den irgendwie besonders schön machen. Ich weiß aber nicht, warum. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, warum. Boah. Boah. Vorsicht, Alibas Brückner. Ein bisschen das Beinchen gestellt. Achtung, der Ball kommt. Jo! Kann man mal machen, ne? Ein langer, hoher, weißer Ball auf. Fair probiert. Er kommt nicht an. Schön. Owusu und Gruppe. Schöne Ballwandlung von Benjamina. Ne. Owusu! Oh, das wäre fast noch ein Pass für fair geworden, ey. Schade. Ja. Oh, da steht sich Henning und Fair im Weg, ey. Schiat. Zack. Ah. Achtung. Hasek. Holthaus. Müssen wir rüber mit dem Ding. Owusu, Gruppe. Der ist gruppelos. Oh, zu lang gewartet. Scheiße. Schön. Da wird ein Ball nach dem anderen geblockt. Ist schon so ein bisschen Mittelfeldschlacht momentan hier. Schönes Ding. Da muss Holthaus direkt wieder hoch. Und dann einfach mal blind. Auf Fair. Oh, das war schön. Das ist ja Platz. Was mache ich da? Oh ja. Ja gut, das war Riedel, ne? Sah ein bisschen unorthodox aus. Sah es wahrscheinlich auch. Verdammt, ey. Verdammt, ey. Hier, zack. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Gegen
Erfurt. Warum geht jetzt nicht der Spieler dran, für den der Ball eigentlich auch gedacht war? Verstehe ich nicht. Owusu. Ah. Gruppe! Knallt da einfach mit dem Kopf dran, ey. Bam. Baum. Und zurück zum Tor mit dem Schinken. Sehr gut. Und Rankovic. Und Henning, der hat Platz. Schön freigespielt von Owusu. Benjamin. Okay, Wechsel bei Erfurt. Flanke kommt. Alibas. Pfosten. Ach du Scheiße. Ja, okay. Guck mal hier. Torlinientechnik brauchen wir eigentlich nicht, war ja Pfosten. Aber trotzdem gibt es natürlich trotzdem kein Tor. Ja, ist doch klar. Sieht man doch, oder nicht? Da hätte ich jetzt auch kein Schiri-Gefühl gebraucht. Aber trotzdem cool, dass es das natürlich gibt. Dennoch sinnlos. So, Vorsicht. Langer, weiter Ball auf Rasik. Heißt der so? I don't know. Foulspiel von Henning. Da war nur der Mann am Ziel. Und jetzt Freistoß. Bergmann für Erfurt. Weg damit. Und fair. Ah. Da wollte ich ihn durch die Beine legen. Hat nicht so ganz geklappt, ne? Schade, du. Schade, schade. Akopora. Hammer. Bams. Und Henning. Und fair. Und Owusu mit ganz viel Platz. Oh, der zieht ihn nochmal schön raus da oben. Ich muss einfach schießen. Warum tue ich das nicht? Warum mache ich das? Schön von Henning. Was? Hör auf! Rasik. Geht runter. Und der Kurze kommt. Holthaus, der bleibt da dran. Hier ist er gleich mal kurz. Aber den haben wir. Schönes Bällchen auf Alibas. Ja. Kommt Benjamin da leider nicht hin. Gruppe. So also ein bisschen zu antizipieren. Ah, beinahe. Möglichkeit für Erfurt. Ne. Die spielen sich da selbst einen Knoten ins Bein. Wie wir vorne. Fair. Gruppe. Das ist natürlich ganz schlecht. Das ist natürlich das Maximum, an was nicht passieren darf. Das geht viel zu einfach. Ball, schön. Oh, okay, warte mal. We need some fresh wind. Und zwar bringen wir Evzev, wir bringen Bischof für Gruppe und wir bringen vorne Busian. Für fair. Mal gucken. Schön. Oh, Digga, ich hab doch auf Gruppe gespielt. Wieso? Oh.
jetzt nach oben. Mein Gott. Schön. Und Owusu! Da! Wechsel. Alibas, der ist zu nah aufs Tor. Mann, der sollte sich eigentlich so ein bisschen drehen. Aber ich glaube, Alibas hat nicht so Effet, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist mir beim Freistoß vorhin doch schon aufgefallen. Das ist nicht so seine Stärke. Glaube ich, ich weiß es nicht. Stark von Holthaus. Ach, hör doch auf. Was ist denn dein Problem? Nächster Wechsel bei Holthaus. Menz für Lauretino. Jetzt haben wir Platz. Digga, ist das dein Scheiß Ernst? Bischof. Langer, hoher Ball auf Alibas. Das ist immer ein Mittel. Wie kommt der da so vorbei? Der ist eigentlich langsamer wie wir. Das verstehe ich nicht. Das werde ich bei FIFA nie verstehen. Der ist eigentlich langsamer wie wir. Wir sind faul. Und Leute, das ist ein Foul. Er hat nicht den Ball gespielt. Sondern nur den Mann. Wenn die Ecke jetzt zum Tor wird... Ich wieder Flatterhoden. Oder wie war im Stream letztens? Vorhautflattern. Genau. Vorhautflattern bei Mettbrötchen. Keine Ahnung. So, mal gucken. Wird das wieder so ein Last-Minute-Ding? Oder verlieren wir die Punkte, die wir schon auf Wien Wiesbaden schon wieder gut gemacht haben? Verlieren wir die auch schon wieder? Oh. Stark von Bischof. Schön. Der kämpft aufopferungsvoll, ne? Ja. Ja. Gucken, gucken, gucken. Ja, oben hin. 5 Minuten noch. FSF. Benjamina. Nur am Trikot gezogen. Unglaublich. Henning, Platz. Henning! Oh. Richtig schön mit dem Hallo-Wach-Schüsschen. Oh, da ist wieder Henning. Abgefälscht, oder? Oh, boah, der war nicht abgefälscht. Um Gottes Willen. WTF. Das ist krass. This is hurting me. Benjamina. Wohin? Ich weiß nicht, warum schieße ich nicht einfach? Was ist das? Leute, warum rennt Henning von dem Ball weg? Holthaus. Hä? Ich hatte den Ball doch gerade schon. WTF? Ja, komm. Nice gehalten, Blaswic. Blaswisch. Mein Gott. Es ist kein Spiel für Stürmer hier auf jeden Fall. Kann man ganz klar sagen. 3 Minuten gibt es oben drauf, aber... Lass mich los. Alibas. Alibas. Digga, geh in den Strafraum rein. Busian. Krass gemacht. Vielleicht hätte ich nochmal ein Stück gehen müssen. Oh. Super ärgerlich. Super, super ärgerlich. Wieder 7 Schüsse aufs Tor, diesmal kein einziges Mal getroffen, ey. Oh. Unglaublich. Unfassbar, man. Naja, mal gucken.
Arsenal sehen. Das ist mal das Ende der Transferperiode, das nehmen wir gerade mal noch mit. Unfassbar. Naja. Asensio. Mit seinem riesigen Hals. Nevels ist daran interessiert. Wer ist denn Nevels? Nee. Hier können wir auch schon mal gleich Angebote blocken machen hier. Warte mal. Da blocken wir gleich mal die Angebote, weil... Hier wird nicht. Machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier für 105 Millionen. Asensio. Kann man mal machen. Wie sieht's eigentlich mit unseren Spielern aus? Ist der jetzt... Haben die jetzt da... Haben die die beobachtet oder wie ist das? Was ist das jetzt? Hier, warte mal. Transfers, Transferzentrale, mal gucken. Woodburn. 1,6, 1 Million. Okay. Wie wär's denn mal mit einer Laie? Okay, hat er keinen Bock drauf. Wie ist denn unser Dingens hier? Unser Budget. Warte mal, nee, wenn der so teuer... Nee, warte, lassen wir das mal. Der ist zu teuer. Aber wir könnten es hier mal probieren. Er ist erst gekommen. Nee, dann beobachte die ruhig erstmal noch ein bisschen. Okay. Naja, dann sollen die erstmal, dann sollen die mal machen. Wir beobachten die auf jeden Fall mal weiter und gucken dann einfach mal. Ob wir dann irgendwann, Christopher Quiring. Oh. Das ist schon eine bisschen interessantere Geschichte. Er sitzt ja bei uns eigentlich eh nur auf der Bank, ne? Wir lassen ihn ziehen. Er soll gehen. Er sitzt bei uns noch auf der Bank. Wir haben auf der rechten Seite zur Not Owusu. Wir haben Alibas. Busian könnte drüben spielen. Also, scheiß drauf. Jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt einen Spieler kaufen. Deswegen mache ich jetzt auch erstmal nichts. Aber jetzt? Für Bischof. QPR. Nee. Ablehnen. The Queen's Park Rangers. Nee, lass mal gut sein. Der bleibt mal schön hier. So, Quiring wurde noch verkauft, okay. Ja, wie gesagt, er sitzt bei uns noch auf der Bank und dafür ist es eigentlich echt so schade. Das ist ein bisschen blöd, wenn er dann nur auf der Bank hockt. Das ist ja auch für den Spieler scheiße. So, liebe Freunde, wie ich würde sagen, wir hören und sehen uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge wieder von Let's Play FIFA 18 Karriere. Macht's gut, bis dahin und tschüss.